wie soll ich mit diesem Video anfangen, ne? Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Georg TV. Das heutige Video wird ein sehr turbulentes Video sein, denn ich habe gestern das Video hochgeladen über Amar47, ein sehr guter Freund von Sinan. Die waren ja gestern live gemeinsam und haben gelacht und die Menschheit unterhalten. Und ich habe ja gestern ein Video dazu gemacht, was für ein Mensch eigentlich Amar ist, der mit Sinan hier seine Videos macht. Er hat nämlich ein Statement vor einem Monat hochgeladen und hat eigentlich nur in seinem Statement den lieben Sinan in Schutz genommen. Ich möchte aber nicht über das gestrige Video reden, sondern darüber, was danach passiert ist. Denn ich habe das Video hochgeladen, die beiden waren live und als der liebe Amar gestern auf dem Heimweg war, im Auto, hat er sich nicht lumpen lassen und sich gedacht, ich mache eine komplette Anzeige gegen den lieben Georg und zeige ihm, wie es richtig geht. Und ja, lieber Amar, das war, glaube ich, ein Fehler, denn jetzt bekommst du deine wunderschöne Antwort und ich glaube, die Leute werden sich freuen, denn dieses Video wird eines der besten Videos, die es hier auf diesem Kanal geben wird. Ich verspreche es euch, Unterhaltung pur und der liebe Amar kann sich anschnallen. Ja, ich hoffe, du schnallst dich auch beim Autofahren an, denn dieses Video wird ein wunderschönes Antwortevideo sein auf das, was du hier gemacht hast. In diesem Sinne, herzlich willkommen zur Folge Nummer 14 von Releaked. Naja, ich glaube, wir brauchen nicht lange reden. Wir reagieren jetzt auf das Ansagevideo oder auf das Video, was er in seiner Story gepostet hat, gegen mich. Und ja, was er zu sagen hat, gucken wir mal. So, lieber George oder Georg TV. Du kleiner Hund. Der hat nicht mal 2 Sekunden gebraucht und hat angefangen zu beleidigen. Am Anfang meinen Kanalnamen komplett falsch gesagt, ist aber auch nicht so wichtig. Und dann gleich du Hund. Wir haben aber auch gesagt, Hund ist keine Beleidigung einerseits, weil Hunde mittlerweile besser sind als Menschen. Ja, das ist Fakt, Freunde. Als allererstes, so ein kleiner, dreckiger, glubschäugiger, kleiner Bastard wie du ist einer, der lutscht. Digga, das Video wird 1A. Ich merke, ich feiere selber gerade mein Video, aber Amar, wie peinlich ist das, wenn man aufs Aussehen geht, Digga? Du redest über meinem Glubschaugen-Dings da, Digga, ich liebe meine Augen, ja? Ich liebe sie, ja? Ja. Und ich werde dir versprechen, du wirst dich für diese Worte noch entschuldigen mit den Worten, bitte Ammo, lass mich bei dir lutschen für diese Worte als Entschuldigung. Ich habe 2 Fragen an dich. Die erste Frage, hast du keine Angst, dass ich dich eigentlich mit den Worten schon anzeigen kann? Das ist Drohung. Was ist wortwörtlich? Drohung. Du wirst dafür sorgen, dass ich mich bei dir entschuldige und sage, Ammo, darf ich bei dir lutschen? Das ist, wir kommen gleich zu der nächsten Frage. Digga, bist du schwul oder so? What the hell, Mann? Ich soll mich bei dir entschuldigen und fragen, ob ich... What the hell? Mein lieber Freund, ich werde mich definitiv nicht bei dir entschuldigen, weil ich auch nichts falsch getan habe. Ich glaube, derjenige, der sich entschuldigen muss, bist eigentlich du, ja? Weil im Laufe dieser Ansage werden wir sehen, was du da alles fabrizierst und was du hier alles von dir gibst. Lass es einfach bleiben. Ich glaube, ihr kommt einfach nicht damit klar, dass jemand ein Video bei euch macht und sachlich redet. Und das habe ich definitiv getan. Und spuck mir nicht in mein Gesicht, du kleiner Bastard. Erstens, du Hund. Soll ich dir vielleicht helfen und diese Schimpfwörter auf einen Zettel schreiben? Weil ich habe das Gefühl, du kommst irgendwie durcheinander. Ja? Du vergisst ab und zu Schimpfwörter zu sagen und dann vergisst du einiges. Ja? Soll ich dir helfen? Warte kurz, ich habe einen Stift. Ich helfe dir kurz. Warte. Ich habe weder jemanden beleidigt, noch jemanden fertig gemacht. Was sind das für Menschen, Digga? Geht's dir eigentlich noch gut oder so? Mein lieber Freund, wir sind nicht mal bei der Hälfte und du hast mich schon beleidigt. Und behauptest, du hast nicht beleidigt. Über was rede ich eigentlich? Was sind das für Menschen, Mann? Die haben die Realität im Leben verloren, Digga. Ganz ehrlich, Amar, keine Ahnung, was mit dir los ist, aber komm mal auf dein Leben klar. Dass du kleiner Hund zu mir lutschen sagst, du kleiner Pisser. Ich bin sachlich geblieben, ich habe meine freie Meinung gesagt, du kleiner Pisser. Ich habe auch meine freie Meinung gesagt. Was ist dein Problem, Digga? Herrscht nicht in Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, keine Ahnung was, Meinungsfreiheit?
Warum darfst du in deinem Statement deine Meinung sagen und ich darf nicht die Meinung über dein Statement sagen? Warum darf ich nicht, Digga? Was ist dein Problem? Der redet mir hier von Meinungsfreiheit und das ist meine Meinung. Ja, Bruder, das ist auch meine Meinung. Meine Meinung ist, dass dein Statement Blödsinn ist, Digga. Dein ganzes Statement belauft darauf, dass der Sinan unschuldig ist oder, naja, es liegt auch an der seine Freundin und ja, der Ali Osman ist auch schuldig und Bullshit, Mann. Wir haben hier einen Täter, ja. Wir haben hier einen Menschen, der ein Verbrechen begangen hat, den du hier beschuldigst, damit du in seinem Stream ein bisschen Abonnenten abstaubst, ein bisschen klickst, ist das? Ja! Jawohl, Mann. Toll gemacht. Was denkst du eigentlich, woher du kommst und mich einfach beleidigst? Ägypter, mein Freund. Ich bin stolzer Ägypter, ja. Ich stehe hinter meinem Land und deshalb an den einen oder anderen, der immer wieder gefragt hat, von wo kommt Georg? Von Ägypten, mein lieber Freund, ja. Ägypten. Und wenn du kleine Fotze doch so direkt bist und so ehrlich bist, warum schneidest du das dann so raus, als hätte ich ihn die ganze Zeit unterstellt? Warum zeigst du nicht, dass ich als allererstes Sinan beleidigt habe? Amma, gar kein Problem. Dein Statement geht ganze 20 Minuten und 16 Sekunden. Gucken wir mal, wie lange du den lieben Sinan beleidigt hast oder allgemein auf ihn losgegangen bist. Gucken wir mal, von den ganzen 20 Sekunden. Ja, Sinan, was er gemacht hat, was du gesagt hast, war dreckig, war ekelhaft, ehrenlos. Sei einfach so dahingestellt, wie es ist. Was er gemacht hat, kann man nicht schönreden. 11 Sekunden. 11 Sekunden hat er gegen Sinan geschossen. Die restlichen 20 Minuten und 5 Sekunden hat er Sinan in Schutz genommen, beziehungsweise immer wieder kurz und knapp gesagt, ja, der Sinan ist sicherlich auch schuld, ja, aber, und dann hat er immer dieses Aber rausgehauen und gegen den einen oder anderen geschossen, ja, gegen uns auch und Leute, die halt Videos gegen ihn machen, aber den lieben Sinan, eigentlich nur 11 Sekunden, egal. Warum zeigst du nicht, wo ich alle Fakten aufgezählt habe und du nimmst nur Stücke, wo es dir in den Kram passt, du kleiner Piss? Freunde, wir ignorieren mal diese ganzen Schimpfwörter, die er von sich gibt. Er ist viel älter als ich, aber ich glaube, wir sehen hier definitiv, wer der Reifere von uns beiden ist. Gehen wir mal auf den Punkt ein, den er hier sagt. Gucken wir lieber, Amar, was deine Top-Kommentare sind. Kommentare, die über 100 Likes bekommen haben und wo Leute definitiv deren Meinung ist. Gucken wir mal. Sehr enttäuschendes Statement für mich. Ich akzeptiere Amar, aber wie hier Sinan in den Schutz genommen wird, ist einfach unglaublich. Ein gerader Mensch löscht keine Kommentare. Ob das Statement genauso gewesen wäre, wenn es um einen fremden Menschen ginge oder ob es um deine 2-jährige Tochter gehen würde, na, ich weiß ja nicht. Das sind unabhängige Leute, Leute, die mich nicht kennen, ja. Das Statement ist ja schon einen Monat online, aber die meine Meinung sind. Sie haben sich das ganze Statement angesehen und sind deren Meinung, dass du hier kein gutes Statement rausgebracht hast, sondern eigentlich nur schlicht ergreifend den lieben Sinan beschützt. Alleine schon traurig ist, wie krampfhaft jemand versucht... Spaß beiseite, Amar. Nimm das als Humor, ja. Sei nicht immer so schnell beleidigt oder versuch nicht gleich immer wieder zu drohen. Wir machen hier Unterhaltung, okay? Okay? Ein Thema so auszuschlachten und nicht einsehen kann, dass keiner auf dich reagiert, Junge. Keiner auf mich reagiert? Na, was machst du gerade? Oh! Du machst 1000 Videos über Sinan und er reagiert nicht über dich. Und jetzt versuchst du über meinen Schwanz, den du am Lutschen bist, irgendwie darauf zu kommen, hast du nicht geschrieben, heute, ich habe da ein Video gemacht und so und bittest uns darauf zu reagieren, du Lutscher. Ich habe das auch im gestrigen Video gesagt, dass ich dich angeschrieben habe und gesagt habe, ihr könnt auf mein Video reagieren, wenn ihr wollt, weil ihr ja gestern auch gemeinsam live wart. Aber warte mal kurz, was hast du denn in deinem Statement denn gesagt? Und ich stehe auch, wenn jemand was möchte, kannst du mich gerne anschreiben. Wenn jemand etwas will, dann soll er ihn anschreiben. Mach ich, er regt sich auf. Naja, wie ging nochmal dieser Trick, den du gestern gemacht hast? Ja, merk dir das. Und okay, komm, ich biete dir was an. Komm, wir setzen uns gegenüber und diskutieren. Ich will mal sehen, ob du so wortstark bist, wenn du nicht deine Videos planst und stunden- und tagelang deine Pläne machen kannst. Komm, wir setzen uns gegenüber. Unsere größte Schwäche ist das Aufgeben. Der sicherste Weg zum Erfolg ist es, es immer noch einmal zu versuchen. Es scheint immer unmöglich, bis es geschafft ist. Ja, und dann will ich mal sehen, ob du so stark und so cool auch reden kannst, wenn du live am Reden bist. Und nicht, wenn du alles vorplanst und deine Hausaufgaben vorher gemacht hast, du glubschäugiger kleiner Schwanz.
Frau Lehrerin, haben wir aus? Darf ich jetzt nach Hause? Ich muss ein Video drehen wegen Amar. Wegen Amar. Wegen Amar. Ich muss ein Video drehen wegen Amar. Wegen Amar. Okay. Ja? Merk dir das, du kleiner Pisser, bevor du Leute angehst, du Hund. Ich habe keinen beleidigt. Ich glaube, ich brauche darauf nicht eingehen. Ich habe bis jetzt nicht beleidigt. Digga, wie oft hast du bis jetzt eigentlich schon beleidigt? Das sind Menschen, die haben die Realität in ihrem Kopf verloren. Die kennen die Realität nicht mehr. Die sind in ihrem eigenen Film. Das ist so ein Mensch, der jemanden eine Backpfeife gibt und sagt, Leute, ich habe ihn aber nicht geschlagen. Bruder, was hast du denn sonst gemacht? War das eine Guten-Morgen-Schelle oder was? Guck mal, Digga, du hast einfach die Realität unter deinen Füßen verloren, ja? Du hast mich jetzt andauernd beleidigt. Du haust immer eine Beleidigung raus, so auf das und das, du Hund. Das und das, du Schwanz. Das und das, du Pisser. Das und das, du Schwanz. Sind das keine Beleidigungen für dich? Und werde auch dich nicht beleidigen, außer mit den Wörtern, die du bist. Ein kleiner Schwanz, ein kleiner Hund. Na gut, hab ich gesagt. Ja gut, das habe ich. Ich habe nie beleidigt, ne? Aber wenn du dachtest, dass ich jetzt deine Mutter oder keine Ahnung was beleidigen werde, das ist nicht mein Ziel, das wissen die Leute, ja? Ich verabscheue sowas. Freunde, das ist das einzige Gute, was er in seinem ganzen Statement rausgehauen hat. Das einzig Gute. Nämlich, dass er nicht auf meine Eltern losgeht. Großen Respekt an dich, mein lieber Freund. Von dir kommt anscheinend doch etwas Gutes, nämlich, dass du Anstand hast wenigstens und nicht auf die Familie gehst. Gott sei Dank, ich würde auch niemals auf die Familie gehen. Nicht, weil du hier ein Boxer bist. Ich habe keine Angst vor dir. Aber ich mache das allgemein nicht. Ich bin auch nicht auf die Familie von Sinan gegangen, nicht auf die Familie von Ruth, nicht auf die Familie von irgendwem. Familie ist Familie, mein lieber Freund. Und da habe ich großen Respekt. Punkt. Ich sage immer meine Meinung, wie in diesem Fall auch. Wenn es so kleine Schwänze gibt, die damit nicht klarkommen, dann ist das eben so. Der Einzige, der mit einer Meinung nicht klarkommt, bist du, Amar. Bist du, nicht ich. Du siehst, mein lieber Freund, dass ich hier nicht vor der Kamera stehe und auch zurückbeleidige. Ich könnte das machen. Kein Problem, Mann. Hier wird sachlich geredet. Wir nehmen dich ganz fein und sachte auseinander. Ganz fein, wie ein Sushi. Auf einen schönen weißen Reis und dann schlucken wir dich. Damit habe ich aber gerechnet. Aber ich habe das nicht für dies oder für das gemacht. Ich habe das gemacht, weil das meine Meinung ist. Ja, das ist deine Meinung und du hast es auch gemacht, damit du den lieben Sinan nicht als Freund verlierst, weil das eine gute Geldquelle für dich ist, auch eine gute Filmquelle, Abonnenten, Klicks und das Ganze. Und das hast du definitiv bekommen. Ja, du warst mit ihm gestern live, jetzt kommen die ganzen Highlights auf den lieben Sinan-Kanal. Dann kannst du dir ein paar Abonnenten greifen, ja. Und jeder denkt nur an sich selbst. Auf dieser Welt ist es immer schon so gewesen. Egoismus regiert die Welt. Und das ist ein sehr gutes Beispiel. Wenn so ein kleiner Schwanzgesicht wie du, mit dieser kleinen Kobold von Harry Potter, mir fällt sein Name nicht ein. Du kennst von Harry Potter den Kobold-Namen nicht, oder was? Ist das dein Ernst? Ey, dann warte mal, ja. Harry Potter war mit mir in der Klasse. Er ist ein sehr guter Freund von mir. Ich frage ihn mal kurz. Ey, Harry, wie ist nochmal dieser Kobold, ja, in deinem Film oder in deinem Comedy-Film, da, keine Ahnung. Wie hieß der denn nochmal? Nein, schon okay. Na was, schon okay? Wie hieß dieser Kobold-Name? Dieser Amar will das wissen. Dieser Amar. Ich geh da mal wieder, ne? Ja, tschüss. Ja, warte, ey. Amar, es tut mir leid, aber Harry Potter hat keinen Bock. Sorry, ja, keine Ahnung. Ich glaube, das wird keiner wissen. Jetzt meint irgendwelche Möchtegern, ich schwöre dir, du bist so unlustig, ja? Mein leisester Furz bringt mehr Leute zum Lachen als deine Möchtegern eingespielten Schwanzwitze, deswegen. Meinst du vielleicht diesen hier? Also ich feiere diese Ausschnitte, ja? Muss aber, glaube ich, auch nicht jeder feiern. Aber ja, Amar. Wir müssen diesen Tanz irgendwie in die Trends kriegen, Digga. Mach dir keine Hoffnung. Wenn du willst, komm, wir setzen uns zusammen. Wir diskutieren, wir machen ein Interview, ja? Also Freunde, hier nochmal vor der Kamera und vor jedem. Ich bin bereit, lass uns live gehen, lass uns gemeinsam diskutieren auf eine respektvolle Art und Weise. Wenn du hier weiterhin noch deine Beleidigungen raushaust, sei mir nicht böse.
Wozu soll ich dann mit dir live gehen? Ich gehe mit Menschen live, die respektvoll sind, Anstand haben, aber hier, weil ich ein Video rausgehauen habe, mich von unten bis oben zu beleidigen, ich habe darauf keinen Bock, das ist für mich ein Kindergartentheater. Sag mir aber davor Bescheid, dann sage ich hier den Leuten, die meinen YouTube-Kanal abonniert haben und mich weiterhin verfolgen, Bescheid, dass ich live gehe mit dir und dann können sie das Ganze verfolgen und dann können wir wunderschön diskutieren und dann auf den einen oder anderen Punkt eingehen. Weil du denkst, ich skripte mein Video, Digga. Ich reagiere live auf die Videos. Alles, was ich hier im Video sage, habe ich mir nicht vorhin aufgeschrieben oder sonstiges, sondern kommt von meinem Herzen. Deshalb bin ich auch real und deshalb feiern mich auch die Menschen. Man merkt es auch in meinen Videos, ab und zu habe ich nichts zu sagen, ab und zu habe ich was zu sagen. Da ist nichts geskriptet. Und wenn du hier gucken willst, der Block ist leer. Bisschen zerrissen und so, aber ich glaube, das ist gerade unwichtig. Auch hinten ein bisschen so kaputt, aber der Block ist leer. Ich schreibe hier nichts. Alles real. Du kleiner Schwanz, bist es nicht wert zu schlagen. Du brauchst keine Angst zu haben. Du bist ein kleiner Fingerschnips für mich. Du, der schon wissen wollte, wie immer schnipst. Man nimmt die zwei Finger und macht so. Übrigens, danke Olaf für das Tutorial, wie man schnipst. Im Endeffekt, lieber Amar, danke, dass du mich nicht schlagen willst und dass ich das nicht wert bin. Ich hoffe, du bist auch reif genug und wendest keine Gewalt an oder... Denn ich kann, wie gesagt, zur Polizei gehen und dich anzeigen, weil wir sind hier in einem Rechtsstaat, einem Staat, der das Volk beschützt vor genau Menschen wie ihr. Und deshalb lass es lieber bleiben, weil wenn hier oben bei mir das alles durchdringt, Digga, dann gehe ich zur Polizei und dann werde ich dir mal zeigen, wie man richtig droht. Und dann bist du hier sehr schnell weg. Und nein, versteht mich nicht falsch, Freunde, mit weg meine ich, dann überdenkt er sich sehr, sehr gut, was er hier zu sagen hat, weil das sind offensichtlich Drohungen. Richtige Drohungen. Und speziell am Anfang hier das mit, ich werde dir schon zeigen, dass du hier kommst und Entschuldigung sagst, Digga, wir sind ja nicht in einem TikTok-Leben, wo hier diese TikToker Entschuldigung sagen, hier sind wir auf YouTube. Okay, das ist vielleicht für den einen oder anderen dasselbe, aber das werde ich definitiv nicht machen, weil ich auch nichts falsch getan habe. Der Einzige, der hier was falsch gemacht hat, bist du. Aber hey, ich erwarte von dir keine Entschuldigung. Brauche ich auch nicht. Mir reicht es, wenn du einsiehst, was du getan hast. Der Rest ist mir egal. Aber wenn du willst, kommen wir diskutieren. Ich zerleg dich auf deiner Ebene, mein Freund. Jetzt kommen diese hochnäsigen Wörter wie auf meiner Ebene. Junge, was für meine Ebene? Ich glaube, ihr unterschätzt mich. Ich glaube, ihr denkt immer so, ich bin irgend so ein Abonnent mit ein paar Abonnenten, der irgendwie so ein paar Klicks macht. Digga, ich habe eine Community, die mich supportet von oben bis unten, die mir tagtäglich auf Instagram schreibt. Der Kanal steigt stetig und wir bekommen stetig Support. Ob es auch von einem Ali Osman ist, ob es von Attila Schaltzentrale ist, Grüße gehen raus bei euch. Support, Support, Support. Sam Unikat, der mich auch die ganze Zeit supportet. Wir haben schon gewisse Namen. Ja, Bösemann, der mich supportet. Wir haben hier Namen, die den Kanal und mich supporten. Ein Anti-Pedo-Netzwerk. Das Anti-Pedo-Netzwerk bin ich und ich weiß nicht, wer noch mit mir ist. Ich glaube, GeorgTV ist noch mit mir, ansonsten stehe ich alleine da. Genau, ansonsten macht da irgendwie, halten alle zu ihm. Der Rest ist Pedo-Netzwerk. Und wir haben etliche Menschen, die hier mich supporten. Wir haben sogar Leute, die die Kanalmitgliedschaft auf diesem Kanal aktiviert haben und mich finanziell unterstützen, damit ich hier das Studio besser ausbaue. Also laber hier keinen Blödsinn, dass ich irgendwie auf deiner Ebene. Was laberst du, Mann? Ich bin hier auf eurer Ebene, weil in meinen Augen seid ihr mittlerweile nichts. Und ich will jetzt nicht Abschaum sagen, weil das ist das, was ich denke. Aber wenn ich es sage, denkst du dann, ich beleidige und ich will das nicht machen, was du gemacht hast. Aber in meinen Augen seid ihr alle, na, ihr wisst schon, ich brauche das nicht. Ich lasse mich nicht auf euer Niveau, mein lieber Freund. Denn wir sind hier die krassesten. Und Leute, zeigt ihnen unter diesem Video, wie krass wir sind. Weil die auf meine Ebene, oh Digga, was labert der? Aber nicht mit Videos hinher. Ja, na klar nicht mit Videos hinher, weil du keine Chance hast. Trau dich doch zu antworten. Trau dich doch jetzt, nach diesem Video wieder Stories zu machen und das zu widerlegen, was ich gesagt habe. Du wirst dir das nicht trauen, weil du ganz genau weißt, es wird dann das nächste Video kommen, was dich dann wieder mal zerstören wird. Und der liebe Sinan weiß genauso der Sache. Und Bruce genauso und die anderen. Die trauen sich nicht, gegen mich zu reagieren oder Antwortvideos zu machen, weil sie ganz genau wissen, es wird das nächste Video kommen und das nächste. Punkt aus Ende. Ihr könnt nur boxen, kämpfen, drohen. Das ist euer Kaliber, nicht meins. Ich rede hier sachlich. Wir gehen hier auf die Punkte ein und reden. Punkt. Setz dich mir gegenüber, wir machen live. Ja, bring von mir aus 100 Leute mit, wenn du Angst hast. Und dann zerschlachte ich dich. Nummer 98, Muhammad. Okay. Ready? Perfekt. 99, Hassan. Okay. Ready? Perfekt. 100, Olaf. Nee, streichen wir Olaf. Der soll lieber zu Hause Spaghetti essen. Magomed, bist du bereit? Okay. Okay, Freunde, wir sind 100. Los geht's. Ab zu Amar.
Mal gucken, wie viel du und deine lustigen Witze dann noch drauf habt, ja, du kleiner Schwanz. Deswegen geh mir nicht auf den Sack. Mach dir darüber gar keine Sorgen. Ich habe sehr viel Material, wirklich sehr viel Material. Und es werden legendäre Videos auf euch zukommen, definitiv. Ja, ich habe damit keine Probleme. Es können 1000 Leute auf mich schießen, egal was. Ich bin bereit im Internet, ich bin bereit auf der Straße, ich bin bereit im Ring. Ich stehe für meine Meinung, im Gegensatz zu so Schwänzen wie dir, die nur auf YouTube ihre Witze machen können. Ich sag dir mal was. Ich habe gar kein Problem, wenn ich dich persönlich treffe und dass wir sachlich über das Ganze reden. Weil Boxen, das Ganze, ich habe da sowieso gar keine Chance gegen irgendwen von euch. Ja, ihr seid alles Profiboxer, keine Ahnung was, Sportler. Ich mache natürlich auch Sport, aber nicht so in dem Bereich, was ihr macht. Aber ich möchte gerne sachlich mit euch reden. Ich habe darüber gar kein Problem. Ich habe auch gesagt, lass uns live gehen, sachlich reden. Aber diese ganzen Beleidigungen und dieses auf Gangster machen und auf ja, Ghetto-Metto, ich bin das nicht, Mann. Ich bin real. Wir sind ja Mensch, mehr oder weniger nicht. Und ich bin kein besserer Mensch als der andere. Das, was ihr halt immer fabriziert, ja. Ich bin besser, euer Niveau, euer dies, Dinger. Amar, Sinan, Ruse, kommt mal auf euer Leben klar. Ihr seid nichts. Ihr seid nichts. Nur weil ihr ein paar Abonnenten habt und denkt, ihr habt ein paar Aufrufe oder ihr seid ein bisschen Fame, seid ihr keine besseren Menschen. Ihr geht kacken wie wir, ihr geht essen wie ihr geht arbeiten halt. Das ist eure Arbeit, aber wir haben auch andere Arbeit. Aber wir sind Menschen. Mensch ist Mensch, vergesst das nicht. Wir werden alle wieder Staub sein, ja? Also seid lieber bodenständig und haltet den Boden unter eure Füße, ja? Ihr seid keine besseren Menschen. Real Talk, Fakt. Komm mal klar, mein lieber Freund. Ja, ich kann meine Sprüche und meine Meinung überall vertreten, egal wer sich vor mich stellt. Ja und? Mache ich genauso. Ich habe keine Chance gegen dich, aber trotz allem sage ich meine Meinung. Und ich werde bedroht, aber ich mache trotzdem meine Videos. Deshalb feiern mich auch die Menschen, weil ich trotz allem bedroht werde und auseinandergenommen werde. Aber ich stehe hinter meinen Worten und mache immer noch meine Videos. Was ist das Besondere, was du gerade laberst? Was ist das Besondere? Ja, egal. Ich stehe zu meiner Meinung und das macht einen Mann aus. Nicht im Internet kleine Kinder zum Lachen zu bringen, du Schwanz. Das ist genau das, was ich meine. Die unterschätzen meine Community. Die unterschätzen diesen GeorgTV. Die sehen diesen GeorgTV als einen kleinen YouTuber, der ein paar Videos macht und nach Klicks sucht, ja, nach bisschen Aufmerksamkeit. Digga, ich brauche keine Aufmerksamkeit von euch. Und wenn ich ein Video mache über diesen lieben Amar, dann mache ich ein Video über einen Amar. Nicht, weil ich bisschen Klicks brauche, weil dieser Amar ist nicht eine relevante Person. Viele, die meine Videos gucken, kennen diesen Amar nicht mal. Aber ich mache das Video, weil es um mich geht und weil dieser Amar ein Video gegen mich gemacht hat und hier eine Antwort, eine sachliche Antwort. Ich habe bis jetzt dich nicht einmal beleidigt, nicht ein einziges Mal, obwohl ich das Recht dafür habe, dich zu beleidigen. Aber ich mache das nicht. Aber rede nicht davon, diese kleinen Kinder, die ich beschütze hier nicht meine Community, weil ich hier ein bisschen auf Schleimen tue, sondern das sind keine kleinen Kinder. Die sind krank, die schreiben mir tagtäglich auf Instagram, supporten mich, geben mir Tipps. Digga, was laberst du? Es gibt Menschen, die Mitgliedschaft auf diesem Kanal aktiviert haben und mich finanziell unterstützen. Kinder, sagt er. Er sagt, ich rede nicht viel, Digga. Ich rede nicht viel. Die wissen ganz genau, wie stark dieser Kanal ist, wie stark er auch wächst und wie relevant wir mittlerweile werden. Und deshalb labert er irgendeinen Bullshit, Digga. Schönen Abend noch. Meld dich, wenn du das Angebot annimmst. Ansonsten lutsch meine Eier. Das Angebot ist angenommen. Aber ich hoffe für dich, dass du, bevor wir live gehen, das Ganze überdenkst, in dich hineingehst und mal, ja, siehst, wie oft du mich beleidigt hast und wie oft ich dich beleidigt habe und mal sachlich das Ganze angehst. Weil wenn wir live gehen und du redest so, wie du jetzt geredet hast, Digga, dann werde ich dich nicht zurückbeleidigen, aber ich werde einfach offline gehen und mit dir nichts mehr zu tun haben. Punkt, aus, Ende. Na, und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Nachdem die Story von Amar online gekommen ist, bekam ich ungefähr 10 bis 20 Minuten später eine gewisse Nachricht von einem Fake-Account oder auch einem komischen Account, der kein Profilbild hat, und das hat er mir geschrieben. Du Hund, deine Adresse wurde geleakt, du Schwanz, wir werden dich, du Fotze. Genau wie dieser Fake-Account mir geschrieben hat, mit du Hund, du Schwanz, du keine Ahnung was, genau so hast du auch in deinem Statement oder in deiner Ansage geredet. Und genau nicht mal 10 bis 20 Minuten später kam diese Nachricht, damit ich Angst bekomme und nicht darauf reagiere und mich danach vielleicht entschuldige oder mich ins Zimmer verkrieche und meine Adresse wurde geleakt? Denkt ihr, die Polizei ist am Schlafen? Denkt ihr, ich gehe da nicht zur Polizei und werde da irgendwie rechtlich vorgehen? Das Ganze wird schmutzig, Freunde. Und ich glaube, das ist mal das einzige Video, was ich heute hochlade. Das ist, glaube ich, auch zu viel für mich. Das war's. Lieber Amar, das ist meine Antwort an dich. Wenn du dieser Fake-Account bist, der mir droht und mir Angst machen will, damit ich nicht darauf reagiere und hier kein Antwortevideo mache, dann liegst du falsch, denn hier ist mein Antwortevideo. Meine lieben Freunde, zerstört das Video und zeigt dem lieben Amar, wer wir wirklich sind. Denn wir sind definitiv keine Kleinkinder.
Danke, meine lieben Freunde. Bis zum nächsten Mal.